wenn die Schule aus ist und die Schüler draußen, dann dürfen andere rein. Zum Beispiel demokratische Parteien. Das ist Usus und auch erlaubt. Da findet dann mal eine Podiumsdiskussion statt oder auch mal ein Bürgerdialog. Genau so einen wollte dann auch die AfD in der Bettina-von-Arnim-Schule in Reinickendorf abhalten, heute um 18 Uhr. Aber viele Eltern hatten was dagegen. Ob da am Ende wirklich so etwas wie ein Dialog zustande kam, weiß Arndt Breitfeld. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Ja, diese erst am vergangenen Freitag angemeldete Veranstaltung hier an der Bettina-von-Arnim-Schule am Senftenberger Ring läuft definitiv etwas anders ab und etwas größer ab als ursprünglich geplant. Und man sieht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung sind hier auf einen Weg von der Polizei geschoben worden, um den Platz frei zu machen für Interessenten, also Menschen, die hier tatsächlich zum Bürgerdialog der AfD-Fraktion Reinickendorf kommen wollen. Und Janine Zäumer ist diejenige, die das Ganze organisiert bzw. angemeldet hat, und es wächst Ihnen natürlich auch gerade so ein bisschen über den Kopf, kann man sagen. Sie sind vom Gesamtelternvorstand, Sie haben selber einen 14-jährigen Sohn hier an der Schule in der 8. Klasse. Warum sind Sie dagegen, dass die AfD hier eine Veranstaltung abhält? Weil wir die Werte der einfach nicht teilen von der AfD. Wir stehen für Toleranz, für Freundschaft, miteinander, und wir haben halt auch zugespielt bekommen, die Punkte, die heute dort besprochen werden, seitens der AfD. Und da ist unter anderem auch gegen das Flüchtlingsheim, was hier gebaut wird. Und wir möchten die Leute willkommen heißen und nicht abweisen. Aber Sie wollen auch generell, dass Politik nicht mehr in der Schule stattfinden soll, dass auch andere Parteien keine Veranstaltung mehr abhalten sollen, ja? Genau, also die Veranstaltung der AfD ist tatsächlich bloß der Auslöser. Wir sind grundsätzlich dagegen, dass in Schulen Parteien sich einmieten können. Wir möchten, dass die Schule ein politfreier Raum bleibt. Frau Zäumer, vielen Dank. Und man kann zumindest sagen, dass der zuständige Bezirksstadtrat hier in Reinickendorf sagt, es gab keine Alternative zu diesem Ort. Wir müssen schauen, dass wir nach Recht und Gesetz handeln. Und in Reinickendorf stehen den politischen Parteien Schulen Räume in Schulen zur Verfügung für Veranstaltungen. Und das steht allen Parteien und damit auch der AfD. Trotzdem, dass sich einige Eltern hier Sorgen machen, dass der Ruf der Schule leidet unter diesem Bürgerdialog, der ja heute stattfindet, das kann der AfD-Fraktionsvorsitzende nicht nachvollziehen. Also wenn die Bettina-von-Arnim-Schule mit der AfD in Verbindung gebracht wird, ist es ja kein Image-Schaden, sondern ein Vorteil, weil wir ja von vielen Menschen als die treibende Kraft in dieser Republik gesehen werden. Aber leider Gottes sehe ich auch auf der anderen Seite, dass es wahrscheinlich nicht damit verbunden sein wird. Und der Schulleiter hat mir noch gesagt, dass es jetzt im September noch eine Veranstaltung, eine Konferenz aller Schulleiter in Reinickendorf geben wird und dass einer dieser Tagesordnungspunkte dann auch beinhalten wird, dass man darüber debattieren will, ob zukünftig überhaupt noch parteipolitische Veranstaltungen in Schulen stattfinden dürfen.